Wo hat eigentlich die Tür gerade zugemacht? Oh mein fucking Gott! Maiwa. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns wieder in The Monologist und heute ist der Tag der Tage. Heute möchte ich gerne zum Exorzismus kommen. Das bedeutet natürlich, dass wir den guten Herbert King, geiler Name, Herbert King, dass wir den richtig erkennen müssen. Dann brauchen wir noch ein Geisterfoto, wir müssen die Kerze ausblasen lassen, müssen diese Menschen-Silhouette finden und danach können wir austreiben. Und da möchte ich heute hinkommen. Das hier ist so mein Standard-Equipment. Hier habe ich jetzt meinen Schutzgegenstand. Den werde ich, ja, sobald ich eigentlich den Geist erkannt habe, werde ich den mitnehmen. Außer es dauert natürlich länger, dann, ne? Und ja, sprich, wenn wir die Nebenquest haben, könnte natürlich dann mal ein bisschen länger dauern. Dann brauche ich das Kruzifix und, ja, eben den Fotoapparat oder Kruzifix und das Ektoplasmaglas oder das Kruzifix und die Kerze. Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze takten, aber wir haben jetzt einen Schutzgegenstand, was bedeutet, jetzt traue ich mich auch, hier länger im Haus zu bleiben, auch wenn die Sanity schon gedroppt ist. Und dann sollten wir eigentlich zum Exorzismus kommen können. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Diesmal ist der Stalker auch wieder nicht da. Wir finden uns deswegen jetzt auch hier wieder im verfluchten Haus, denn hier kennen wir uns schon aus und seien wir mal ehrlich, hier sind die Jumpscares bis jetzt noch cooler gewesen und ich hatte Todessehnsucht scheinbar. So, let's go. Hier ist die Voodoo-Puppe. Und bis jetzt fühle ich mich hier ganz entspannt. Diese Kerze ist gefühlt immer an. Kann das sein? Ich hätte da einmal gedacht, dass da vielleicht der Geist sein könnte. In der Nähe. Aber gefühlt ist die Kerze immer an. Okay. Okay. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade hier so ein bisschen, ja, ein bisschen entspannt sogar. Wir kennen hier die meisten Jumpscares schon. Sag ich doch. Perfekt aufs Wort. Mega. Und ja, da ist das Ganze erstmal entspannt. Wobei ich sagen muss, ja, die letzten, also Anfang der Woche hatte ich hier auch Jumpscares, die ich noch nicht kannte. Und das hat mich ein bisschen verunsichert. Sagen wir einfach mal verunsichert. So. Ja, da ist sie wieder. Hallöchen. Ah, den Jumpscare hier finde ich eigentlich sympathisch, denn, ja. Sieht auf jeden Fall schön aus, als wenn Magna hier rauskommt. Was wollte ich eigentlich? Irgendwas wollte ich hier drin. Da ist die Liebe, aber hier ist alles fresh, hier ist alles clear. Das hier sind alles Standard-Sounds. Wir müssen halt jetzt darauf warten, dass hier irgendwas passiert, sodass wir einen EMF kriegen. Aber hier ist noch alles fresh. Und wir sollten eigentlich Licht anmachen. Damit wir ein bisschen Sanity. Die Tür hier, oder was? Ich habe keine Ahnung, was genau jetzt hier für ein EMF-5 gesorgt hat, aber irgendwo hier in dem Bereich. Dann werde ich jetzt erstmal mein Equipment hier droppen. Ja gut, jetzt Leinwand ist halt jetzt doof. Aber die Tür hier zum Beispiel, die habe ich nicht zugemacht und die könnte jetzt gerade eben das EMF-5 gewesen sein. Hallo, wärst du so freundlich und... Okay. Ist gerade nicht in die Hand genommen. Okay, hier drin würde ich jetzt einfach mal spontan behaupten. Hallo, kannst du vielleicht die... Er nimmt bei mir die Leinwand nicht in die Hand. Oder habe ich die jetzt hier hingestellt? Ach, bin ich doof. Bitte keine Antwort, gell? Die Wahrheit tut weh. So. Hier, bupp. Wunderbärchen, let's go. Wir haben immer 5, das wird auch gleich eingetragen. Den Weg hier werden wir jetzt natürlich schön ausleuchten. Das bedeutet, du kannst ausgehen. Hier brauche ich Licht. Jep, Wunderbärchen. Dann hier sehe ich gerade keinen Lichtschalter, aber hier ist auch kein Licht über mir. Das nächste Licht wird dann hier wahrscheinlich sein. Jep, dann haben wir zumindest hier so ein paar helle Spots, wo unsere Sanity nicht droppen kann. Denn Sanity Pin kommt auf jeden Fall als nächstes. Aber dafür war jetzt noch nicht genug Cash in der Tasche. Was bedeutet, ja, sollte es erwünscht werden, Kruzifix im Indian. Aber EMF können wir jetzt schon mal eintragen. Ist schon mal sehr viel raus durch das EMF. Das finde ich cool. So, let's go. Problem ist, man denkt zum Teil so, zum Beispiel so Geister wie Raichu. Da freut man sich, dass die draußen sind, denn, ja, Raichu kennt man aus Fastmoon, aber es ist ein asozialer Geist. Aber hier könnte es ein harmloser Geist sein. Und die harmlosen Geister, die man noch so im Gedächtnis hat von Fastmoon, könnten hier asozial sein.
Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, ob es gut oder schlecht ist, dass die ja, Geister noch drin sind, die jetzt noch drin sind. Also die raus sind, die raus sind. Hier ist nicht. Kommt hier wieder der Junge? Nein, das ist mal das Mädchen. Voll crazy. Voll crazy. Aber wieso jetzt auf einmal ein Mädchen? Also nichts gegen Mädchen hier, aber warum? Ich habe so häufig den Jungen gesehen und auf einmal kommt hier jetzt ein Mädchen, das auch noch diese seltsame kichernde Lache hat. Das gefällt mir halt überhaupt nicht, ne? So. Hier ist schon wieder EMF. Sollte das EMF hier in irgendeiner Tür sein, dann haben wir keine Fingis. Okay, es wirft mit Tassen um sich. Das gefällt mir gar nicht. Enger? Nö. Also, ganz ehrlich, irgendwann sage ich da den Namen und dann gibt es hier wirklich einen Event zu dem Namen. Dann ist es nicht nur so Info-like für die rote Tür, sondern dann ist wirklich da an dieser Stelle ein Jumpscare. Darauf warte ich ja nur. Da kommt die Oma aus dem Spiegel raus, sieht dann aus wie die Fassmomme und rasiert mich erstmal mit ihrer Sichel. Oh, das wär mein Tod. Dann würde ich das Spiel nicht mehr anrühren. Das sind voll die coolen Windspiele. Let's go. Wobei, die sind so fest aneinander, da frage ich mich, wie da überhaupt Geräusche zustande kommen können. Gefühlt bewegen sie sich keinen Millimeter. Aber gut. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt rein. Hallo? Madame Monsieur Ghosty, wo bist du? Zeig dich, mach was. Monsieur King, bist du hier? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du sympathisch? Bist du gemein? Do you like me? Do you hate me? Where are you? Are you there? Hat er irgendwas mit Back gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verstehe ihn noch nicht zu 100%. Also mein... ja... Da muss ich noch ein bisschen üben, bis ich das verstehe. Also wir haben die Box. Das ist schon mal gut. Dann sind Fingies und Ektoplasma wieder raus. Dann haben wir Freezing, ESG oder Staffelei, Leinwandmalerei. Das bedeutet, du bist auch weg, beziehungsweise dich nehme ich wieder mit. Und zwar zum Anfang. So. Nein. Nicht die Taschenlampe droppen. Ja, hast du sie noch alle? Also, ich habe hier noch kein Freezing. Wir brauchen jetzt entweder die Leinwand oder das ESG. Deswegen stehen wir jetzt erstmal hier und warten. Wobei ich gerade schon am Überlegen bin. Da ist wieder EMF5. Ich weiß nicht, was er nach mir geworfen hat. Das war irgendein kleiner Gegenstand. Aber es reicht für ein EMF5. Kann ich das hier nicht ausschalten? Alter. So, ich leg's jetzt einfach dahin. Du schaust in eine Richtung, in der nichts ist. Und wir müssen jetzt warten. Wir könnten theoretisch schon mal ein Fotoapparat und alles bringen. So, mach mal das. Weil letzten Endes, die Sanity ist ja jetzt egal. Und das wäre der einzige Grund, wieso ich dann nochmal rausgehen würde. Würde ich Sanity schauen. Ich könnte... Ich werde es bereuen. Aber damit ich drei Gegenstände mitnehmen kann, sprich auch noch mein Kruzifix, werde ich jetzt auch meine Lampe lassen. So, jetzt gehe ich nach draußen. Fotoapparat, Kerze. Es könnte ja auch sein, dass wir vielleicht einen Geist haben, der sich abgeschreckt fühlt von der Kerze. Somit wäre das dann von Vorteil. Und ja, Kruzifix natürlich mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Also, der mag ein Spiel anders. In Phasmo musst du es auf den Boden legen. In Ghost Exile musst du es in der Hand halten. In Ghost Watchers, ja gut, auch in der Hand halten. Aber du musst erst angegriffen werden. Hier, Inri. Super. Also ich muss es wahrscheinlich wirklich auch nur in der Hand halten, wenn er gerade angreift und mich hat. Was bedeutet, nicht auf dem Fotoapparat, nicht auf der Kerze, sondern auf dem Kruzifix. Wobei, das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass es reicht, wenn man es einfach nur dabei hat. Wenn das hier mit Mausrad wechseln, ich werde es so überblättern. Das sehe ich jetzt schon. So. Hallöchen. Was ich krass finde, die Kerze macht gefühlt kein Licht um dich herum. Bin wieder da. Hast du mich vermisst? So, hier eine Kerze für dich. Fotoapparat haben wir. Licht sollte ich in die Hand nehmen. Ja, jetzt müssen wir warten. Ich würde spontan behaupten, er ist hier drin. Hier hatten wir alles bis jetzt.
Was auch immer da hinten war. Ich gehe hier nur hin. Denn es könnte ja sein, dass wir hier zum Beispiel Freezing haben. Aber ich sehe kein Freezing. Hier ist alles frisch. Wie spontan behaupten. Okay. Der Stuhl ist noch da. Das überrascht mich. Madame Monsieur Ghosty, wie schaut's aus? Freezing? Ah, warte. Hat das vorhin auf mich geworfen? Das ist ein Bleistift. Wieso wirft das ein Bleistift nach mir? Ich bräuchte ESG oder Freezing oder die Leinwand, bitte. Macht da keinen Stress, wir haben es nicht eilig. Das ist gerade sehr, sehr wenig. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Gefällt mir gar nicht. Habe ich mir die eigentlich schon mal genauer angeschaut? Irgendwo ein Secret gibt. Glaube nicht. Lost? Was? Achso, Love Fragger. Left Fragger. Was eigentlich die Tür gerade zugemacht? Oh my fucking God! Maiwa. Ich hatte ihn in mir. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt ein Foto gemacht habe. Also eines, das mir weiterhilft, aber ich habe einfach aus Schock drauf gedrückt. Was ist, wenn es eigentlich hier ist? In diesem Raum? Das würde zumindest erklären, wieso es... Ja, GG. Hallo? Hakt's bei dir? Ja, schauen wir schon. Ich würde zumindest erklären, wieso hier sonst noch nichts passiert ist. Ich glaube zwar, dass er eher hier drin ist, aber... das war seltsam, dass es in mir steht. Fällt mir überhaupt nicht, ne? Nee, ich pack das wieder hier rein. Ich glaube nicht, dass er hier im Zwischenraum ist. Ich hoffe zumindest, dass er nicht im Zwischenraum ist. Aber wir haben wieder diesen Hörner-Dude. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hier irgendwas? Nee. So, Kollege, komm schon. Jetzt einfach nur hier ESG oder Leinwand oder whatever. Komm schon. Show yourself. Zeig dich. Es gefällt mir gar nicht, hier neben der Tür zu stehen, da hier keine Tür ist. Stell uns hier hin. Aber hier schwebt nichts. Was ist plausibler? ESG? Freezing? Leinwand? Also ich würde sagen, Freezing raus. Wenn, dann würde ich sagen, ESG oder Leinwand. Dieses Kackradio. Aber wenn du hier bist, kannst du doch auch über dem Ding schweben. Wie schaut's aus? Die Kerze hat er auch noch nicht ausgeblasen. Kollege, kannst du vielleicht irgendwas machen, was produktiv wäre? Aha, sehr witzig. Schoss. Komm schon. Leinwandmannerei, ESG. Ich trau mich halt jetzt hier nicht mehr raus, so soll ich schon klar, oder? Ich hatte eigentlich vorgehabt, es heute bis zum Austreiben kommen zu lassen, aber irgendwie... Irgendwie, glaube ich, wird das nichts. Ich könnte wieder ESG raten, aber wir haben halt eigentlich kein ESG. Könnte einfach sein, dass er demotiviert ist, jetzt hier mit der Leinwand zu spielen. Ja, auch mit dem Radio zu spielen und... Ne? Schwebt mal da drüber. Es ist gerade so mega spannend, einfach... Weil er nichts Produktives macht. Er kann ja sich austoben, er kann ja gerne ein paar Jumpscares geben und sowas, aber dann bitte, letzten Beweis. Was ist das? Die Wand ist aber auch schon ziemlich im Arsch. Nicht, dass es hier auf einmal kaputt geht und da kommt hier ein Viech rausgekrabbelt. Kollege, wie schaut's aus? Ich habe immer Angst, wenn diese dramatische Musik kommt. Da unten, ich dachte, da steht ein Name. Hier habe ich auch noch nie so wirklich genau geschaut. Hier könnte ich mir halt auch so einen kleinen Namen irgendwo vorstellen.
Oder irgendeinen produktiven Namen. Color Tech. Was ist denn das? Achso, dich. Dich kenne ich doch schon. Seht das jetzt als Geisterfoto? Scheint da auf einmal hinter mir. Das zählt es aber, glaube ich, nicht als Dingens hier. Warte. Wenn er hier erschienen ist. Vielleicht können wir ihn jetzt baiten. So. Vielleicht möchte er jetzt. Also ihr seht schon hier. Ja, wieso hast du hier oben auch noch Stuff? Keine Ahnung. Gehört mir nicht. Ach, you don't say. Dann hilf mir doch. Because you don't have much time left. Das sagen sie wahrscheinlich, sobald... Das kommt wahrscheinlich ganz gerne dann, wenn man... Ja, 50% oder sowas erreicht hat. Aber ich kann halt nichts machen. Nerv mich nicht, Kollege. Wie spät haben wir es eigentlich? 2W. 6:12 Uhr. Das nehme ich jetzt einfach mal als ESG. Würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Okay, warte. Nee. So. Und jetzt werden wir hier einfach mal ESG eintragen. Wir haben ein Boogie, würde ich jetzt mal so spontan behaupten. So, und jetzt müssen wir Kerz und den Schüssel machen. Kollege! Ich werde auch nicht sterben, das kannst du vergessen. Und ich habe ihn doch gerade gesehen. Ich gehe jetzt erstmal... Ja, wobei... Jetzt ist nämlich mein Problem. Ich brauche noch ein Geisterfoto wahrscheinlich. Die Kerze brauche ich noch. Ich muss jetzt gleich noch die Silhouette finden. Also wir haben hier noch ordentlich zu tun. Was ich mich frage, wenn man jetzt den falschen Geist hat, kann man dann trotzdem einen Exorzismus machen? Oder scheitert er dann, weil man den falschen Geist hat? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich mich auch frage, wie viele Charges hat das Kruzifix? Nur eins? Zwei? Drei? Das sind alles Dinge, die ich, glaube ich, noch so herausfinden muss. Das gefällt mir gar nicht. So, Kollege, jetzt wird's Zeit. Zeig dich mal, damit ich ein Foto machen kann. Aber nicht jagen, gell? Auf geht's! Wenn ich das Ganze so mache und so jetzt danach suche... Ach nee, das ist zu dunkel. Dann lasse ich den Fotoapparat hier. Suche jetzt das Ding, komm wieder zurück. Hello, hello, baby. I can hear a thing. I'm a sick and tired. Die Kerze wurde jetzt abgeschlossen, gehe ich mal stark von aus. Hier ist alles fresh. Yep. Hier ist das Dingens. Nummer 2. Reicht mir nur noch ein Foto vom Geist. Theoretisch. Foto vom Geist. Lass das verkackte Licht an. Jetzt mal Retalk. Das ist nicht lustig. So, Foto vom Geist. Auf geht's. Das ist halt einfach... dass sie das im... Hahaha, witzig. Dass sie das im ersten Haus machen. Das finde ich irgendwie spannend. Also sprich, im zweiten Haus war jetzt das Datum finden und... Also nur die Uhrzeit finden, so richtig entspannt. Aber hier, das erste Haus, wenn du gerade neu anfängst, musst du auch noch ein Geisterfoto machen, was du eigentlich nicht haben möchtest. Na, du willst ja eigentlich den Geist nicht sehen. Du willst eigentlich hier rein, raus, ohne dass du wirklich hier zu krasse Jumpscares hast, weil das schon echt asozial ist. Aber hier sind sie der Meinung, nö. Wenn du das Spiel starten möchtest oder startest, direkt Geisterfoto, direkt Jumpscares in your face. Gut, es catcht dadurch. Ich glaube, es hätte es mit dem zweiten Haus gestartet. Dreht das sich jetzt langsamer als... Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben jetzt immer noch hier nichts, wir haben hier nichts. Es jagt, es jagt, es jagt. Doch nicht. Da flackert jetzt das Licht da hinten. Er jagt es. Hat es mich nur nicht gefunden. Ich hätte jetzt gesagt, es jagt. Weiß es gerade nicht.
traue mich auch gerade nicht raus, muss ich ehrlich sagen. Ich meine es nicht wegen der Jagd, sondern allgemein. Ich mag es nicht, hier um diese Ecke zu gehen. Ich mag diesen Weg gar nicht. Komm schon. Ich brauche nur ein Geisterfoto noch. Das könnte ja, glaube ich, auch ein normales Jumpscare. Das hat gezählt. Das hat gezählt. Okay, und jetzt müssen wir... Was war das? Finger finden? Irgendwie sowas war das doch. Wenn wir das hier haben. Insofern wir es haben. Dafür wäre jetzt natürlich Sanity Pin ganz praktisch, aber... Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo... Aha. Ach, du brauchst... Man braucht sogar Slots, um die mitzunehmen. Oh, echt jetzt? Okay. Einen Finger haben wir. Ab nach unten. Hier ist der zweite Finger. Das Gute ist, die leuchten. Das macht es ein bisschen einfacher. Ach, jetzt müssen wir auch noch die Finger nach unten... bringen. Okay, ich muss mir merken, wenn ich hier das... Nach unten. Okay, der muss jetzt hier rein. Hier wäre es jetzt natürlich praktischer, wenn man... Ja, wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert wäre. Das absolut. Aber... Auch solo kriegen wir das hin. Wer ist dieser Geist? Wir kennen ihn nicht. Und bis jetzt sieht es auch relativ entspannt aus. Oder fühlt es sich relativ entspannt an. Sagen wir es mal so. Aber der Geist, der ist auch sehr demotiviert. Daher weiß ich jetzt auch nicht, ob unsere Entscheidung richtig war mit dem Geist. Denn wir hatten noch keine Jagd. Es könnte ein... Hatten wir nicht Onri oder so auch noch in der Auswahl? Und der jagt doch nicht sein... Also das, die Person, die er liebt. War da nicht irgendwas? Also mit dem letzten Finger werde ich dann noch mal rausgehen und noch mal die Auswahl anschauen. Und deswegen bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher mit Boogie. Einfach keine Jagden. Das finde ich seltsam. Und ich hoffe... Alter, mein Wecker klingelt. Ich dachte mir jetzt schon. Und ich hoffe einfach, dass es hier trotzdem funktioniert. Auch wenn wir den falschen Geist sozusagen haben. Und das wäre jetzt natürlich das... Das Blödeste, dass wir ihn austreiben, ist der falsche Geist und deswegen funktioniert es nicht und dann sind wir tot, beispielsweise. Das wäre natürlich super. Wo sind die restlichen Finger? Warte, wenn wir jetzt hier schon mal beim Ausgang sind, weil ich ja jetzt hier eigentlich schon mal rausgehen und mal kurz brainstormen. Also, wir hatten an Beweisen... Warte, was hatte Boogie, 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 Boogie? Genau, Box und EMF5 und... Was war das, der Onryo? Der hat EMF5, aber keine Box, okay. Hier, Personen, der sich verlieben. Okay. Der wäre gar nicht drin gewesen. Wäre schon mal gut. Glaube ich. Aber wie gesagt, dass er jetzt noch nicht gejagt hat, das finde ich irgendwie sehr speziell. Wir brauchen noch zwei Finger, wenn mich nicht alles täuscht. Die werden wir jetzt doch noch finden. Die werden wahrscheinlich irgendwo Richtung Magnas Raum sein. Gehe ich mir stark von aus. Einer wahrscheinlich rechts und einer links. Einer bei Magna und der andere hier bei der Ollen. Oder einfach auf dem Boden. Na warte, dann schaue ich jetzt hier schon mal. Geht mit dem. Hier ist kein Finger. Dann hier drüben wahrscheinlich. Bitte jetzt kein Jumpscare, gell? Das wird mich jetzt schon... Jo, da ist dann der letzte Finger. Wir haben jetzt natürlich ein bisschen laufig, aber... Let's go. Er jagt nicht. Er jagt nicht und das finde ich sehr seltsam. Deswegen, es kann kein Boogie sein. Glaube ich. Denn warum jagt er nicht? Ach, da ist mir gleich aufgefallen, der Knochen. Okay. Ich werde, by the way, das letzte Feuer anzünden, wenn ich nicht hier drauf stehe. Ich habe Angst, dass dann hier irgendwas Seltsames passiert. Und ich frage mich immer noch, was mit dem Stuhl auf der linken Seite ist. Hello, hello, baby. Nacken hier, thing. I'm a sick and tired of my phone. Und bevor ich jetzt diesen Finger verbutze, gehe ich nochmal in den Van und will mal nachlesen im Leitfaden, ob man hier vielleicht doch noch was machen muss, was man vielleicht übersieht. Also nicht, dass da im Leitfaden dann steht, ja gut, beim Austreiben musst du halt aufpassen, dass du nicht auf dem Ding draufstehst. Oder du brauchst einen Kruzifix, damit du abfangen kannst oder irgendwie sowas. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz hier in einen sicheren Bereich. By the way, schöne Fingernägel, Hashtag nicht. So. Wir hatten hier einen Leitfaden. Ich meine, erstes Mal austreiben, deswegen muss ich aufpassen. Zahlung, Exorzismus. Du Adler, du kannst geil abhauen, Auftrag oder paranormale Wesen dauerhaft zur Ruhe bringen für die Ewigkeit. Geistige Gesundheit im Blick zu haben. Achso.
Du kannst dir sicher sein, dieses, wenn ich alles gut finden, akzeptiert zu werden, sei also vorsichtig, wenn diese Rituale du fühlst. Jeder Standort hat eine andere Methode zur Verbannung teilt. Vergessen nicht zu überprüfen. Wenn du ein Exorzismus erfolgt würfe, kannst du sicher sein, dass. Okay. Also man kriegt ordentlich Cash. Okay. So. Alter, wie der Finger blinkt. So, den stecken wir jetzt erstmal weg. Wir haben jetzt einen Finger vom Geist in unserer Tasche. Okay. Alles klar. Ich will jetzt hier mal durchlesen. Steht hier noch irgendwas? Musst du die fehlenden 5 Finger von Herbert King finden und Ritualbereich im Keller platzieren. Da steht nichts. Da steht kein Verbraucherschutzhinweis. Da steht jetzt nicht, aber Achtung, wenn du den falschen Geist eingetragen hast, wirst du verrecken. Oder Achtung, wenn du im Kreis stehst, stirbst du. Oder Achtung, eine Jagdstatt danach. Da steht gar nichts in diese Richtung. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt. Es könnte sein, dass wir gleich kein Equipment mehr haben. Es könnte aber auch sein, dass wir das da einfach reinpacken und... Das ist alles Chillimino. Let's go. Kann ich hier links klicken? Okay, nee. Ich kann nicht mit dem Finger interagieren. Ich muss mich einfach hier draufstellen. Okay. Okay, habe ich es jetzt geschafft? Dass ich jetzt erst, das sind hier auch Leichenteil. Okay, ich weiß nicht, ob ich es jetzt geschafft habe, aber die Statue sieht echt cool aus. Und die zwei Dinger hier sind fucking creepy. Okay, haben wir es jetzt? Haben wir jetzt hier keinen Geist mehr? Das ist super. Alter, wie laut das ist. Was hat es jetzt hier mit auf sich gehabt? Denn hier kommen wir ja nicht mal hinter irgendwie. Ist hier irgendwo noch was? Ein Name oder sowas? Nö. Ah, ich dachte jetzt irgendwas mit dem Raum hier wäre noch, dass er dann hier irgendwie sitzen würde oder sowas. Oder wir müssen ihn da reindocken. Gut, wir düsen ab. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt richtig war, aber ich denke, es sah sehr gut aus. Demnach müssten wir jetzt eigentlich auch hier nichts mehr befürchten. Let's go. Also relativ entspannt. Hätte ich gewusst, dass es so entspannt ist, hätte ich schon früher gemacht, aber man muss dazu sagen, der Geist hatte gerade keinen Bock zu jagen. Keine einzige Jagd. Die Jumpscares waren asozial, gerade der Jumpscare in mir, aber sonst. Hat das jetzt gezählt? Hat gezählt, wir haben es abgeschlossen. Gut, jetzt wäre es natürlich sehr, sehr ungünstig, wenn jetzt der Geist... Warte, kann ich die hier irgendwie locken? Nee. Jetzt wäre es natürlich sehr, sehr asozial, wenn... Ich hab's vergessen. Genau, wenn der Geist falsch wäre. Denn dann würden wir fast kein Cash bekommen. Aber wir haben's. Let's go. Schau mal, ob wir richtig lagen. Wir lagen sogar richtig mit Boogie. Dann verstehe ich nicht, warum er nicht jagen wollte. Aber hier alles erledigt, Ladies and Gentlemen. Ich habe ja gesagt, in dieser Woche wollen wir es bis zum Exorzismus schaffen. Und wir haben es sogar geschafft. Trotz meinem Fail am Donnerstag war das, glaube ich. Mittwoch, Donnerstag. Also, wir haben es geschafft. Job done. Und ganz ehrlich, ich glaube am Anfang der Woche oder auch in der Mitte der Woche hätte die nie gedacht, dass wir das bis heute Sonntag schaffen. Wir haben den Boogie, wir haben den Exorzismus, wir haben alle Nebenquests, wir haben den Geist richtig erkannt. $1200, 55 Erfahrungspunkte, schauen wir mal, haben wir Cash, um uns irgendwas zu holen? Jawohl, Beruhigungspillen, was bedeutet, wir haben so jetzt sogar jeden Gegenstand, den wir haben wollten für diese Woche. Check, nice one, finde ich mega. Ich sehr, sehr cool, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis kleine XXL-Folge, aber ich glaube, gerade am Sonntag ist es in Ordnung. Und dann ist zumindest ein schöner Abschluss der Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.